Kamera läuft und Action! Herzlich willkommen im Fitschein Headquarter zum zweiten Teil unserer Schwangerschaftsserie. Natürlich wieder zu Gast unseren Schwangerschaftsprofi. Profi, einmal schwanger gewesen. Ja. Du, das ist wie mit einmal auf der Bühne gewesen und der Coach. Sieht auch aus, ja. Ich weiß Bescheid. Ja. Mit unserem Coach Stefanie Wagenfein. Heute natürlich wieder das Kind nicht dabei, wir wollen mal das Baby sehen. Ja, der ist bei der Oma. Ja. Der ist bei der Oma, der muss ein bisschen spielen und mit dem Buggy spazieren gehen jetzt gerade. Der zweite Teil, das haben wir ja versprochen, da geht es um Training. Und da interessiert uns natürlich, wie das Schwangersein sich ausgewirkt hat auf dein Training und wie das natürlich mental war. Wir haben ja letztes Mal schon mal gesagt, praktisch von der Wettkampfbühne, also als Leistungssportlerin, dann in die Schwangerschaft, und das ist natürlich wahrscheinlich schon ein ziemlicher Einschnitt gewesen. Ja, wobei ich das immer alles verglichen habe mit einer Wettkampfvorbereitung, muss ich sagen. Also vieles war da ähnlich, also so Parallelen konnte ich da ziehen. Aber was das Training angeht, ja, also da habe ich mich ehrlich gesagt informiert, habe dann da diese Trainingslehre dazu gemacht. Und ja, also da muss man schon auf einiges achten. Also sollte man. Mhm. Was würden wir denn jetzt jemandem empfehlen, der zu uns ins Coaching kommt, der vorher nicht jetzt wettkampfmäßig trainiert hat? Also sagen wir mal, jemand, der vielleicht gar nicht trainiert hat, könnte der in der Schwangerschaft jetzt anfangen, weil man sagt ja, zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes ist ja ein großes Problem, dem könnte man entgegenwirken, wenn man sich bewegt. Ja. Also und die hat noch nie Sport gemacht. Kann man da in der Schwangerschaft jetzt anfangen? Es kommt darauf an, wie es dir geht. Ja. Also ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, wie die Lage ist. Es ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Wenn es dir nicht gut geht, dann wirst du da jetzt wahrscheinlich auch nicht viel reißen. Aber jede Bewegung ist ein Plus. Mhm. Also ich würde da mal starten mit einfach spazieren gehen. Ja. So, und dann muss man mal gucken, mit so leichten Workouts kann man mal anfangen, gucken, ob das geht. Aber jetzt, wenn du vorher noch keinen Sport gemacht hast, dann wirst du in der Schwangerschaft sicher kein Crossfitter oder Aktiver werden. Also da müssen wir mal ganz klar bleiben. Also ist ja auch nicht zu empfehlen. Nein. Die offiziellen Empfehlungen gehen ja dahin, dass man sich an 5 Tagen in der Woche 30 Minuten moderat bewegen soll, wo man dabei sprechen kann, aber nicht singen. Ja, das ist eine gute Empfehlung, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sonst vorher gar nichts gemacht hat, dann ist alles ein Gewinn, was man da macht. Auf jeden Fall. Also, aber halt nicht übertreiben. Genau. Also die Herzfrequenz soll nicht so übermäßig hochgehen und es soll kein Druck auf den Bauch kommen, Luft soll nicht angehalten werden und so weiter. Ja. Aber also, wie gesagt, für jemanden, der keinen Sport macht, spazieren gehen, ein bisschen schauen, dass man sich irgendwie bewegt. Alles gut. Ist auch gut gegen das Wasser in den Beinen und wahrscheinlich für den Beckenboden. Ja, es kommt ja wie gesagt darauf an, wenn es geht. Wenn du starke Rückenschmerzen hast oder dich so schon schwer fortbewegst, dann wirst du wahrscheinlich keinen Spaziergang machen. Nein, wahrscheinlich nicht. Dann ist es hinfällig. Ja, oder wenn ein Daumen schlecht ist. Ja, dann magst du auch nichts machen. Und wenn ich jetzt schon, sage ich, muss ja nicht Wettkampfsportlerin sein, aber wenn ich jetzt schon zum Beispiel im Crossfit oder so aktiv bin, das gewohnt bin, muss ich dann Angst haben, dass mir jetzt was passiert, du musst das einstellen? Also, ich glaube, das kann man ja auch auf Instagram beobachten. Die Crossfit-Elite trainiert auch schwanger. Mhm. Aber auch da ist es so, da musst du halt gucken, wie es dir geht und was du anpassen musst. Aber ich meine, wir sind alle keine Crossfit-Elite, also das muss man jetzt auch mal sagen. Also ich war dieses Jahr wieder nicht bei den Games dabei, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir waren nicht da. So tun, als würde ich jetzt noch im 9. Monat da den Deep Squat mit weiß ich nicht wie viel Kilo machen. Ja. Muss nicht sein. Ja. Also für den Otto-Normalverbraucher, sag ich jetzt mal, oder den normalen Sportler, was soll denn das? Ist doch Quatsch. Ja. Also muss ich mich jetzt nicht unnötig in Gefahr bringen. Ja. Wie gesagt, ich vergleiche mich jetzt nicht mit der Gewinnerin von den CrossFit Games, die bis zum Schluss noch schwer trainiert hat, aber auch die musste anpassen. Auch die kann manche Sachen mit dem Bauch nicht machen. Ja, ich meine, es ist ja auch so, du musst ja nicht deine Personal Best steigern, ausgerechnet in der Schwangerschaft, oder?
Ist auch meine Meinung. Ich meine, das sind Elite-Athleten, was die machen, wie gesagt, ist sowieso jedem seine, jeder soll machen, wie er meint. Ich weiß ich nicht. Es sind 9 Monate, da habe ich jetzt, ich hatte den Wunsch, jetzt hier ein Kind zu bekommen und da kann ich mich darauf fokussieren und da ist das Number One Priority und der Rest fällt erstmal nach hinten. Ja. Sehe ich so. Ja. Aber man kann aber trotzdem sein, den gegenwärtigen Stand, den kann man sicherlich noch eine gewisse Zeit lang einigermaßen beibehalten, ohne dass es jetzt irgendwie kindeswohlgefährdend ist. Das ist halt das. Man muss halt wahrscheinlich ein bisschen seine eigenen, wie soll ich sagen, seine Vorsätze oder sein Bild, was man sich das vorstellt, einfach ein bisschen lockerer betrachten und es damit, also das kommen lassen, wie es dir geht. Bei mir waren auch, also es ist pro Trimester ja dann auch unterschiedlich. Mhm. Wie gesagt, manchen ist im ersten ganz schlecht. Mhm. Ich war mega müde, da habe ich auch nicht so viel gemacht. Und dann im zweiten bin ich da mehr eingestiegen. Aber ich habe das alles angepasst und geguckt, oder auch geguckt, wie es mir danach so gegangen ist. Und wenn das, weiß ich nicht, wenn es 2-mal die Woche war, war es gut. Wenn es 4-mal die Woche war, auch gut. Und halt, wie es halt gekommen ist, so habe ich es halt genommen. Aber jetzt, dass ich da jetzt noch irgendwelche, also wie du sagst, irgendwelche Steigerungen oder irgendwas da, boah, ich muss jetzt da leistungsorientiert irgendwas machen, nein, nein, jetzt. Wir wollen uns ein bisschen bewegen noch, wir wollen schauen, dass es passt, aber deine Form wirst du in der Schwangerschaft nicht verbessern und also darum geht es ja dann einfach nicht mehr. Nein, aber ich denke mir schon, wenn du einen relativ hohen Leistungsstand hattest und dann plötzlich auf die 5-mal die Woche 30 Minuten Talk zurückgehst, dann ist es ja wahrscheinlich auch gar keine Belastung mehr für den Körper und auch gar kein Reiz mehr. Und dann wirst du wahrscheinlich dann auch eher deine Gesundheit nicht mehr positiv, das wird deine Gesundheit also keinen positiven Reiz mehr bringen. Also solltest du schon einigermaßen noch eine Belastung spüren. Ja, so wie es halt gibt. Ich meine, da hat ja jeder ein anderes Level. Natürlich habe ich jetzt, wenn ich jetzt ins Training gehe, mache ich auch jetzt da kein Larifari für mich, sondern ein Training, das mich fordert, was aber jetzt auch nicht übermäßig ist. Aber das musst du halt auch selber dieses Gefühl haben. Ja. Wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich schwierig. Aber ich meine nur diesen, man muss das ausschalten, dieses, ich muss jetzt das machen, ich muss das jetzt machen. Du musst nichts machen. Nee, der Leistungsgedanke muss weg, der Gesundheitsgedanke muss im Vordergrund kommen. Genau. Ja. Klar, ich meine, wenn du jetzt jemand bist, der vorher sehr auf sein Äußeres bedacht war, der möchte natürlich so wenig wie möglich Muskeln verlieren. Klar, um Gottes Willen, aber am Ende des Tages ist trotzdem noch wichtiger, wie es dem Kind geht und dass da nichts verrutscht. Also. Aber ich erinnere mich noch, du hast auch berichtet, dass die ganzen Sehnen und Bänder in Vorbereitung auf die Geburt dann praktisch schlappriger werden und da steigt doch auch das Verletzungsrisiko. Ja. Also deswegen, man muss da schon ein bisschen gucken. Und ich habe das dann auch gemerkt, also ich habe ja sowieso einen Bandscheibenvorfall und das habe ich dann schon gemerkt, auch in der Hüfte. Also da muss man schon schauen. Ich brauche da nicht am nächsten Tag, wenn ich da merke, oh, das tut mir jetzt mehr weh, dann ist das vielleicht nicht so gut. Mhm. Also. Ja, das steht ja alles nicht dafür. Nee. Dann muss man halt eben schauen. Das ist ja genau, wie wir schon bei der Ernährung gesprochen haben, mit der Gewichtsreduktion. Das sollte ja auf keinen Fall stattfinden, nicht nur, weil das fürs Baby schlecht ist, sondern ganz einfach auch, weil dann die Schadstoffe freigesetzt werden, die dann ja unfiltriert aufs Baby übergehen, die du in deinen Fettspeicher eingelagert hast. Und so geht es ja auch mit dem Training, wenn du da enorme Fettspeicherfreisetzungen kriegst. Das geht unfiltriert über die Nabelschnur, über die Plazenta, aufs Baby über die Giftstoffe. Mhm. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Da muss man doch mal ein bisschen zurückstecken. Ja, auf gar keinen Fall. Ja. Aber das ist ja auch gut, das muss man halt auch wissen. Ja. Also ich meine, wie gesagt, kommt es darauf an, was dein Ausgangsgewicht ist. Wenn du jetzt sehr dünn bist oder vielleicht eher in die Anorexie reichst, dann ist das natürlich auch eine Sache. Fällt es dir wahrscheinlich schwerer zuzunehmen, ist für dich vielleicht ganz schlimm. Versuchst vielleicht mehr dagegen anzukommen. Ja, ja. Oder jemand, der sehr auf seinen Körper bedacht ist, natürlich auch schlimm. Für mich war das jetzt auch, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da siehst, fängst an irgendwie bei deinem normalen Gewicht und dann geht es hoch und hoch und hoch, denkst du, interessant, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Mhm. Oh, vorher steht eine 8, ich habe noch nie über 80 Kilo gewogen. Mhm. Wow, okay. Das ist natürlich schon, aber... Hat man halt die Versuchung, mehr Sport zu machen? Also meine Gedanken waren eher so, keine Ahnung, aber ja. Das verwirfst du dann gleich wieder, so, ja, muss ich jetzt gucken aufs Essen oder muss ich jetzt mehr trinken? Nein, nein, Käse, wir sind nicht auf Wettkampf. Du bist nicht in Massephase oder irgendwas. Ja. Du kannst jetzt nichts machen. Ja. Egal, weg. Ja. Fertig. Gut. Erledigt das Thema. Und hinterher, ich meine, man sieht's ja. Es hat nichts geschafft. Ist wieder weg, alles. Ja. Aber ich meine, da muss ich jetzt auch dazu sagen,
Glück für mich, also um Gottes Willen, da bin ich ja froh. Ich habe eine gute Genetik anscheinend, alles super, cool, bin ich froh. Es ist mir am Bauch nichts gerissen, hätte auch alles sein können. Ja. Aber, und dass ich jetzt so aussehe wieder, cool, freue ich mich drüber. Ist aber auch nicht die Norm und ich möchte auch nicht das Bild aussenden, dass, also genau. Müsste man das tun. Mhm. Weil das muss ich zum Beispiel auch sagen, habe ich schon viel gesehen, auch im Internet, da wird irgendwie da suggeriert, und du kannst es auch schaffen, mhm. oder du musst auch wieder so aussehen, oder was heißt musst, oder mhm. du kannst es auch schaffen. Und daheim denkst du so, als frisch gebackene Mutter, hier, den kannst du haben, bist mhm. du nicht ganz sauber oder was? Ich habe gerade ganz andere Sorgen und ich habe überhaupt gar keinen Nerv auf den Müll, den du mir hier verkaufen willst, weil ich meine, schön für die Leute, die danach wieder sofort in Shape sind, ja? Ich war ja auch nicht sofort wieder in Shape, aber manche sind da Jahre oder kriegen es nie wieder weg oder keine Ahnung. Aber es soll nicht die Message sein, du bist Mutter, du hast jetzt eine andere Aufgabe, du bist jetzt jemand anders. Sicherlich möchtest du dich auch gut fühlen, da brauche ich nicht noch kommen und dir sagen, dass du jetzt, warum du eigentlich noch nicht fit bist und warum du jetzt in dem ganzen Stress hast, du nicht noch die letzte 25. Stunde am Tag, wo du noch ins Training gehen kannst oder was. Ja. Also man hat dann einfach was anderes zu tun. Da sind viele Hormone und keine Ahnung. Und ich finde es einfach echt schon fast Wahnsinn zu sagen, hier, ich schaue wieder so aus, yeah. Und alle anderen denken sich zu Hause. Da haben wir schon in der Schwangerschaft oft drüber gesprochen, ja. wie das dann sein wird, ja. wie der Druck dann auch auf einem ist. Da ist man noch schwanger und denkt sich, oh, jetzt ist noch nichts gerissen, aber vielleicht reißt es ja. Und die anderen, die posten dann schon solche Sachen. Ja, und du denkst so, was? Oh mein Gott. Also das finde ich einfach nicht gut. Ja, soll ich dir tut nicht gut. Ja. Tut nicht gut, finde ich nicht gut. Und da finde ich eher... Also ich weiß nicht, jede Mutter, die zu uns kommt und sagt, sie will wieder in Shape kommen, hey, wir unterstützen gerne. Aber wie gesagt, man ist ja jetzt auch jemand anders. Und das ist halt, ist schön und man möchte auch wieder was für sich tun, sicherlich. Aber also das soll nicht die genau. Message sein, dass man jemandem dann noch irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt. Ja. Weil er es immer noch nicht geschafft hat, wieder Mottenmaße zu haben. Ja, oder du bist immer noch nicht wieder on track und isst clean oder was. Ja. Oder bist im Gym. Was hat sich denn in deinem Leben, wie war denn der Alltag dann plötzlich, also schwanger? Ich meine, vielleicht am Anfang noch nicht so, aber wie hast du das? Du hast deinen Job, du hast das Coaching, du hast die Schwangerschaft. Wie ist das, was hat sich am allermeisten verändert? Ja, also erstes Mal nichts. Leider musste ich noch länger in die Arbeit gehen. Also, es war ja, die Arbeit läuft ganz normal. Dadurch, dass mir nicht übel war, war es auch da alles normal. Ich musste halt in die Arbeit fahren und da ist dann irgendwann, ich glaube, es im zweiten Trimester dann angefangen hat, als es warm geworden ist, mhm. ist mir bei der Autofahrt immer der Kreislauf weggeschossen. Mhm. Also ich habe das richtig gemerkt, dass ich so richtig so, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Musste ich halt natürlich darauf achten, habe ich genug gegessen, habe mhm. was dabei zu essen. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich solche Stützstrümpfe bekommen, mhm. die damit der Blutdruck bleibt. Und wer wollte sie nicht tragen? Ich? Ja, natürlich nicht. Es ist todesheiß draußen und dann diese hässlichen Dinger. Nee. Vor allem, was ja das Allerbeste ist, die gehen bis hier mhm. und dann sollst du da so offene Schuhe tragen. Wie sieht denn das aus? Mhm. Also furchtbar einfach. Also furchtbar. Aber ich habe sie dann doch getragen, ja. weil ich mir gedacht habe, also erst habe ich mich gewehrt mhm. und dann habe ich sie getragen. Und dann hast du mir ganz nett damit Smileys drauf geschenkt, die habe ich auch getragen. Aber das wollte ich nicht. Nein, da habe ich mir gedacht, was ist das denn? Wie so eine alte Frau. Nee. Ich hätte jetzt gesagt, wie eine schwangere Frau, aber gut. Nein, es war so, oh Gott, nicht furchtbar. Ich habe sie ja, vor allem dann am Schluss, ich habe sie ja fast nicht anbekommen. Mhm. Und aus auch nicht mehr. Mhm. Ah. Also das war ein bisschen nervig, aber sonst, also diese Fahrt halt dann, ich konnte dann auch viel Homeoffice machen, aber mhm. sonst war eigentlich alles, also wir haben unser Gym im Keller, da war es kühl, das mhm. war gut. Und sonst... Ja, ich habe geschaut, dass ich mir Klamotten kaufe, die ich danach auch noch anziehen mhm. kann. Also so viele Umstandssachen habe ich gar nicht. Mhm. Ein paar Sachen habe ich von der Freundin bekommen, aber im Sommer dann so weitere Kleider. Mhm. Das war eigentlich alles kein Problem. Und irgendwann hast du gesagt, dass du nicht mehr zurechnungsfähig bist, da erinnere ich mich. Ja, da habe ich gemerkt, weil irgendjemand mal von Schwangerschaftsdemenz gesprochen hat. Das habe ich dann gemerkt, also das ist ja brutal. Das ist mir jetzt auch so, Stilldemenz gibt es auch. Ja. Das kann ich sagen, weil ich irgendwie fast zu jedem Call zu spät komme, den wir haben, weil ich einfach, obwohl wir 10 Minuten vorher noch gesagt haben, ja, bis gleich, dann bin ich schon wieder woanders.
Aber das war da auch so, da habe ich dann geredet, das weiß ich noch, in den Calls. Ich rede so und währenddessen auf einmal Stille. Komplett die Tafel gewischt. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, was ich da wollte. So, wo bin ich überhaupt? Was wollte ich überhaupt sagen? Ah ja, keine Ahnung. Also das war, da habe ich mir gedacht, wow, oh Gott. Das ist ja furchtbar, das ist ja peinlich. Ich habe es dann auch nicht mehr wiedergefunden, was ich sagen wollte. Also es war echt, ja. Und ab wann ist es mit dem Bauch ein Problem geworden? Also so beweglich? Ich hatte eigentlich gar kein Problem. Also ich kam mir vor, als wär da gar nicht so groß. Aber dann Richtung Ende, ich glaube, es war so ab 7. Monat oder so, war er schon dann groß. Und dann hatte ich Probleme, mir die Zehennägel zu lackieren und so Sachen. Und im Training? Im Training ging es eigentlich. Ich habe halt einfach andere Sachen gemacht. Mhm. Also ich habe die halt einfach angepasst, die Sachen, habe geguckt, was kann ich noch machen ohne Probleme. Ja, das habe ich gemacht. Ja, also ich muss echt sagen, immer wenn ich gefragt habe, wie es dir geht, hast du gesagt, kein Problem. Also ich habe nie irgendwie gehört, nö, mir geht's schlecht oder es ist irgendwas. Mir geht's auch nicht schlecht, aber ich glaube, man muss da einfach auch irgendwie ein bisschen locker rangehen. Ich habe halt alles einfach so hingenommen. Wenn ich was nicht mehr machen konnte, so, oder dann mache ich es halt anders, oder mache ich es halt nicht. Keine Ahnung, ich mein Gott. Was soll ich mich da stressen? Und hast du während der Zeit mal irgendwie eine Erkrankung gehabt? Oder, das war ein Vogel wahrscheinlich. Irgendeine Erkrankung gehabt? Also, weil ich meine, Medikamenteneinnahme ist ja auch schwierig. Genau, das ist sehr schwierig. Da gibt es übrigens Embryotox. Mhm. Sehr gut auch für danach. Mhm. In der Stillzeit oder? Eine Internetseite? Internetseite, ja. Da kannst du es nachgucken, was man in der Schwangerschaft nehmen kann. Also steht immer dabei, wenn du das eingibst, Schwangerschaft und Stillzeit und ob das grün ist oder grau und wie auch immer. Dann kann man es mit dem Arzt absprechen und die können das nochmal nachschauen. Mhm. Ich habe nichts gehabt. Mhm. Also ich war nicht krank in der Schwangerschaft. Genau, das haben wir bei der Ernährung auch nicht richtig besprochen, aber es gehört ja auch zum Sport mit dazu. Die Trinkmenge, hast du die irgendwie verändern müssen zuvorher? Ich meine, wir im Sport, wir trinken ja sowieso meistens eh zu viel. Nee, ich habe also einfach geguckt, dass ich genug trinke. Ja. Also, dass das auf jeden Fall passt, dass du genug trinkst. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Liter oder so ist die Angabe ungefähr. Dass du einfach genug hast. Zu wenig soll es nicht sein. Ja. Da habe ich halt immer drauf geschaut, wie viel habe ich heute schon getrunken. Aber das habe ich auch gebraucht. Also das war ja auch im Sommer. Da habe ich war auch durstig, also so war es eigentlich. Also das... schon so. Aber diese utopischen Trinkmengen, die ja bei uns im Sport getrunken werden, die braucht man auch in der Schwangerschaft nein, nicht. Nein, die brauchst du eigentlich nie. Nein. Ich weiß nicht, das ist so eine Mode-Ding. Furchtbar. Ja. Also checkt mal eure Trinkmenge allgemein. Ja. Und wenn man Sport betreibt, das empfehlen wir unseren Klienten generell ja immer, Antioxidantien zu supplementieren, weil das alles, was über diesen den Walk da mit 30 Minuten geht, da entstehen ja doch mehr freie Radikale, als man brauchen kann. Und da sagt man ja so üblicherweise Eat the Rainbow. Aber man darf in der Schwangerschaft auch Antioxidantien supplementieren. Also Q10 oder NAC. Kriegt man das von irgendjemandem gesagt? Als Sportler? Oder? Nee. Okay. Also ich habe Q10 supplementiert. Aber das hat mir keiner gesagt. Die Ärztin hat nicht dagegen gesprochen, als sie gesagt hat. Und was ist mit Kurkuma? Könnte man, glaube ich, machen. Ja, die Studienlage wäre gut. Aber ich meine generell so mit Gewürzen, das ist... Das kannst du doch in der Schwangerschaft kannst du auch machen. Kannst du auch in der Stillzeit machen. Gewürze. Das ist nämlich auch das ist ja, da machen wir ja nochmal einen anderen Teil drüber, aber das ist ja auch so ein Trugschluss. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, da ist die Studienlage ja relativ gut. Das kann man natürlich ins Essen machen, aber man könnte auch supplementieren, wenn man... Wenn du das vielleicht kein Sodbrennen hast. Das ist halt auch wieder so. Wenn du Sodbrennen hast oder wenn du vielleicht auch schon mit Blähungen zu tun hast, also, dann nimmst du vielleicht kein Inulin noch dazu. Genau. Also, dann nimmt man da vielleicht lieber die Akazienfasern, die nicht blähen. Und wenn du Verstopfung hast oder so, muss man ja auch mal sagen, dann kann man vielleicht nochmal eine Magnesium dazu nehmen. Genau, da kann man vielleicht mal ein bisschen mehr Magnesium nehmen, weil das macht dann den Stuhl ein bisschen flüssig und dann geht es eher raus. Ja. Und Flohsamenschalen und so, das ist ja alles... Die ganzen Hausmittelchen. Genau. Die gibt es ja bei uns sowieso in der Beratung immer. Ja. So, jetzt sind wir wieder in die Ernährung abgerutscht. Aber das ist aber für Sport auch wichtig, weil wenn du einen dicken Bauch hast und noch Blähungen, wer geht denn dann noch zum Sport? Nur im Keller. Also kann man schon mal zusammenfassen, dass den Sport, den man vorher gemacht hat,
den kann man in abgespeckter Version weitermachen, wenn es einem gut geht. Aber man sollte nicht irgendwie jetzt den Ehrgeiz entwickeln, das zunehmende Gewicht durch vermehrt Sport oder einen anderen Sport oder irgendwas Tolles, Neues, keine, Personal Best. Keine crazy Experimente oder so. Genau. Und wie gesagt, man muss da also auf die Atmung achten, keine Pressatmung. Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich wie Breathe and Brace, aber du musst weiter atmen. Also musst hier, es muss schon festbleiben, dass jetzt nicht so viel Druck auch auf den Beckenboden kommt. Aber das ist halt eine Sache, das muss man halt einfach mal wissen. Und keine hohen Herzraten. Genau. Und sowieso immer mit dem Arzt abklären, ob man wirklich in der Lage ist, auch das noch durchzuhalten. Und wenn man noch gar nicht Sport gemacht hat, ist es wirklich eine gute Idee, jetzt mal soft in die Bewegung einzusteigen. Ja, genau. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, was der Arzt sagt. Wenn du jetzt irgendwie on bed rest bist oder so, dann natürlich nicht. Ja. Also diese ganzen Dinge, da gehen wir immer natürlich davon aus, dass einem nichts fehlt, dass einem gut geht. Und wenn es einem nicht gut geht, dann macht man nichts. Nichts. Ich meine, das ist wirklich, also man macht nur was, wenn es einem gut geht. Und wenn dir im Training nicht gut geht, dann hörst du auf. Immer. Ja. Sofort aufhören. Ja. Ja. Genau. Ja, dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder Beratung braucht zu dem Thema, also wir stehen zur Verfügung, Expertin haben wir am Start. Team Fit Scheint unterstützt euch, wo es geht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.